Hallo, heute mache ich ein Video über den sechsten Eventtag vom Event Freude in fünf Farben. Und zwar ist das heutige Motiv Dinge mit brauner Farbe. Und das erste, was mir einfiel, ist die Glanzklonschlucht. Und zwar gibt es hier in dem Wald Wildschweine ohne Ende. Das ist so ein Fleischspot, den man farmt. Und unterwegs gibt es auch noch wahrscheinlich andere braune Motive. Und zwar gehen wir dafür hier als erstes hoch. Und ihr seht da oben zwei Hillies. Und ich versuche die jetzt mal zu fotografieren von hier unten. Und siehe da, die gehen. Also Hilly-Churls gehen, confirmed. Die stehen da halt an der Klippe zu zweit. Dann gehen wir von hier aus weiter den Weg entlang. Fliegen hier rüber und klettern erstmal auf den Berg drauf. Weil bevor wir zu den Wildschweinen gehen, die da vorne eigentlich rumhängen sollten, da spawnen sie auch schon, die rendern noch nicht rein, gehen wir kurz hier nach links. Das ist jetzt hier unter der großen Klippe. Und machen kurz Fotos von den Geoslimes, weil das sind vier einfache Motive. Kommen die hier hoch? Die kommen hier hoch, legit. Ich weiß jetzt nicht mal, welchen ich nicht hab. Okay, also das heißt, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein bei denen. Die kommen hier anscheinend hoch. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Action im Video. Das Ding ist, ich würde die Geoslimes halt fotografieren aus dem Grund, weil man bei den Wildschweinen hier vorsichtig sein muss. Also wir fotografieren die jetzt. Aber ihr müsst bei den Wildschweinen aufpassen. Die laufen ja weg, wenn man zu nahe kommt. Deshalb wirklich aus einer Distanz versuchen, die Motive zu machen. Ohne dass ihr sie wegscheucht. Und das ist halt auch der Knackpunkt an der Geschichte. Klappt bisher ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt schon das vierte. Wenn wir den einen Slime erwischt hätten und da keine Angriffe reinbekommen hätten, wären wir durch. Und da haben wir das letzte. Also bei dem Spot könnt ihr halt auch Fleisch farmen, ne? Ich zeige euch das mal genau. Das ist halt hier links vom Teleporter bei der Glanzklonschlucht, also Richtung Westen. Hier auf der Klippe im Norden vom Teleporter gab es die zwei Hilly-Trolls. Hier unter der Klippe gibt es halt auf dem Weg vier Geoslimes. Und hier gibt es 10 plus Wildschweine in der Glanzklonschlucht. Alternativ könnt ihr eure Motive auch, wenn ihr da oben zu viele Wildschweine verjagt, hier unten bei Stätte der einsamen Wolken, bei den Goyun-Türmen noch auffüllen. Aber der Spot in der Glanzklonschlucht oben ist definitiv überlegen. Ich zeige euch das mal kurz. Also wenn euch zu viele Wildschweine weglaufen da oben und euch das Probleme macht, dann gibt es hier unten in Liyue noch Slimes unter euch. Ihr seht die drei Stück. Die könnt ihr halt einfach von hier oben fotografieren. Die werden normalerweise nicht von oben aggro. Und hier hinten gibt es auch noch Hilly-Trolls. Ich glaube, da bin ich nicht nah genug dran. Aber die großen sollten halt gehen. Und der da am Fleisch auch. Das halt als Alternativspot, wenn ihr nicht genug Motive oben bekommt. Aber der Hauptpunkt, den ich euch wie gesagt empfehle, ist halt hier oben beim Glanzklonschlucht-Teleporter. Ihr holt euch oben die Hillies. Geht dann hier auf den Berg hoch, nehmt die Slimes mit und nehmt den Wildschwein-Spot mit. Und das war's auch schon fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt mal bis zum nächsten Mal.